So, hallo, machen wir einfach die Aufnahme an. Es ist zwar super spät, aber ich. Ja. I don't know. Ich habe jetzt einfach Bock. Und. Wir haben ja nur die schwierigste Stelle im Spiel vor uns. Nämlich das letzte Level, den zweiten Teil. Den ich letztes Mal leider noch nicht geschafft habe. Jetzt muss ich mich erstmal wieder einspielen. Das heißt, ihr gebt mir bitte ein paar erste Versuche, in denen ich wieder herausfinde, wie das hier funktioniert hat. Und dann sehen wir vielleicht, wie es weitergeht. Wenn ich es jetzt nicht hinkriege innerhalb von, was weiß ich, 10 Minuten, dann gehe ich mit Save States einfach nochmal zu dem dritten Abschnitt, den ich ja noch nicht gespielt habe, und versuche den einmal ohne Rewinds. Und dann sehen wir weiter. Aber ich würde es halt gerne einmal ohne schaffen, denn wir haben das ganze Spiel jetzt ohne geschafft. Es ist machbar. Es ist machbar. Ich habe es schon geschafft, ohne Dings in den vierten Raum zu kommen. Und dann werde ich das doch wohl auch hinkriegen, den vierten auch noch ohne States zu schaffen. Es ist halt schon viel, was man auch an einem Stück schaffen muss. Aber ich weiß nicht, ich bin der Meinung, es sollte drin sein. Es ist jetzt noch nicht. Es ist jetzt noch nicht so schlimm. So, jetzt kommt halt mein Problem. Jetzt habe ich nämlich keinen Pilz mehr. Okay. Die ist jetzt so langsam. Ja. So. Das geht eigentlich auch. Ich muss sofort weiterspringen. Ticken noch höher fahren. Ticken noch höher fahren und dann weiterspringen. Und dann sind wir ja schon an der Tür. Ne? Dann sind wir ja schon an der Tür wieder. Also das kriegen wir jetzt hin. Gib mir ein paar Minütchen, dann sind wir wieder an dem weglaufenden Goalpunkt. Und können uns nur befreuen. So, das habe ich vorhin verhauen. Das verhaue ich eigentlich nicht so auf die Schnelle. Insofern ärgert mich das jetzt ein bisschen, aber gut. Weil da habe ich jetzt mittlerweile eigentlich auch eine ganz gute Taktik. Ja, das funktioniert. Okay, das ist gut. So, jetzt muss ich hier die Taktik ein bisschen verbessern. Wow! Okay, wir sind wieder auf Anfang. Gut, ist in Ordnung. Wir sind wieder auf Anfang. Und ich bin immer grundsätzlich ein bisschen leise. Ne? Das ist zwar. Ich kann eigentlich nur das Mikrofon näher nicht anschieben. Das ist schon maximal hoch. Zumindest auf OBS. Nice. Okay, so. Und der Teil ist eigentlich auch machbar. Ich muss eigentlich nur rüber, wenn die unten sind. Like this. Okay. So. Wo bin ich gescheitert? Ich weiß es nicht mehr, aber es ist ein ganzes Stück. Es ist ein ganzes Stück, was jetzt wieder vor uns liegt. Ich würde es halt gerne. Ich würde es halt gerne ohne Fehler schaffen. Da kamen jetzt die Koopas, ne? Ach ja, und ich muss auf den wechseln. Blöd. Aber egal. Na, egal nicht, aber. Das ist so kritisch, ne? Ich würde gerne direkt da drauf springen und dann so. Nein, ich muss.
Das war die falsche Taste. Ich hätte den Drehspund draufgefunden. Die falsche Taste. Ich habe ihn doch erwischt. Ah. Was kam denn da noch jetzt alles? Ich habe es halt schon wieder vergessen. Also ich muss da drauf, wenn die an sind. Also so. Ah, und dann musste ich hier rum idle. Richtig. Und dann so hier rüber. Und jetzt kam das Ding hier noch. Oh Gott, das... Aber das ist so fehlerbehaftet, da werde ich so oft Quatsch machen. Ja. Da mache ich so oft Quatsch. Das ist so eine Stelle, wenn ich hier immer wieder hinspielen muss. Das ist eine Stelle, die fail ich zu oft. So bis hierher komme ich ohne States im Normalfall, wenn ich nicht komplett Müll mache, wie gerade eben. Aber das hier ist so eine Stelle, die verhaue ich zu oft, weil man einfach... Ja, so muss man das halt machen. Aber es hat wieder zu viele Anläufe gebraucht. Bei der Tür. Komm, wir spielen weiter. Ich spiele einfach weiter. Und das haben wir hier alles schon gesehen und dann kommt jetzt der Checkpoint, der nächste. Ich hab's fast geschafft. Es ist... Ja, ich will jetzt mal weiterspielen. Also ich hoffe, ihr seht meine Anstrengung. Ah, Mist. Ich muss da drücken. RIP. Sollte das jetzt nicht mehr allzu lange gehen, können wir ja nochmal die Stelle... Können wir ja nochmal die Stelle spielen, dann ohne komplett ohne Invite. Aber ich will jetzt erstmal das hier gucken, wie lange das noch geht. Also, drittes Video möchte ich jetzt nicht noch aufnehmen zu dem Level. Ah, ich weiß aber nicht, aber... Ach, die Münzen sagen mir, ich muss unten bleiben, ne? Wartet. Ich muss eigentlich nur den Münzen folgen. Sofern sie da sind. Ja, die sagen, bleib unten. Die sagen, spring rüber. Die sagen, bleib unten. Ja, nice. Das muss man auch erstmal wissen. Weder bremsen noch sonst was. Ich kann einfach nur springen und Spinjumpen. Höher. Ein Tick höher. Okay. Jetzt wird's neu. Okay, noch ein Tick höher. So, aber wir machen am Anfang keinen Fehler mehr, das ist schon mal gut. Hier kommt
kommt man auch easy durch. Und dann kommt direkt die Shell. Gut, die treffe ich jetzt auch immer. Jetzt muss ich nur hier dran denken. Bisschen höher, bisschen höher. Nice. Und jetzt habe ich halt keine Ahnung, was ich drücken muss, damit es passt. Aber anscheinend passt es gerade so. Oh mein Gott. Ah, verdammt. Oh, die Stelle mit den Koopas war aufregend. Weil du nicht wusstest, wird es am Ende passen oder nicht, aber es hat gepasst. Vielleicht ist es relativ, nicht so sensibel, dass du eine relativ große Spanne hast, wie du das springen kannst. Das wäre ganz gut. So. Entschuldigung für komisches Geräusch. Großer Sprung. Noch ein großer Sprung. Okay. Und dann einfach mal gedrückt halten. Oh boy. Ja, es passt halt. Es passt halt. Und hier auch gedrückt halten. Da nicht so. Und da ein bisschen. Oh mein Gott. Hä, was? Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Six Corby, was willst du an der Stelle von mir? Scheiße. Hab jetzt erst gesehen, dass der Hack von Six Corby ist. Mir kam der Name, als ich ihn gelesen habe, bekannt vor. Ich weiß aber nicht mehr woher. Also irgendwie sagt mir Six Corby was. Hat der bei so ein paar Compilation-Dingern immer mal mitgemacht, dass man da den Namen gelesen hat? Oder woher kenne ich den? Der irgendwelche anderen bekannten Hacks mal schon erstellt. Aber irgendwie sagte mir Six Corby was. Habe ich schon öfter gelesen. Vielleicht auch nur in Credits, dass er da irgendwie noch was. Ah, ich will drüber springen. Diese Münzen sagen drüber springen und dann kommt die Shell mit den blauen Münzen, wo ich noch nicht ganz weiß. Soll ich die wegzünden, die da in der Luft sind, die Koopas, oder was soll ich da machen? Ich weiß es noch nicht. So, was wollte ich sagen? Ach ja, Six Corby. Der Name kam mir bekannt, als ich ihn gelesen habe, aber ich konnte ihn jetzt mit nichts verbinden und ich habe auch noch nicht. Ich könnte natürlich einfach auf SMB Central nachgucken, was er so alles erstellt hat, anstatt jetzt hier doof rumzufragen. Ist ja nicht so, dass ich mir die Frage selber beantworten könnte. Ach, soll ich einfach das Ding vor mich halten, wie so ein Schutzschild oder was? Das scheint zu funktionieren. Wenn ich dann halt noch gleichzeitig die Sprungtaste gedrückt halte, mache ich einen größeren Sprung. Wir probieren das einfach aus. Was bleibt mir anderes übrig, als jetzt hier so rumzutesten? Das ist jetzt leider so ein bisschen Trial and Error. Weil man es halt nicht weiß. Was da jetzt... Ich habe zu bald die Sprungtaste gedrückt. Ich muss sie ja drücken, sobald ich auf den Spring... Ich kann sie vorher drücken und dann gedrückt halten, dann mache ich auch den großen Sprung. Das ist nach dem großen Feuersprung, ne? Nach dem hier halte ich einfach die Sprungtaste. Und das ist dann zu weit. Okay, nur halten ist zu weit. Interessant, gut zu wissen. Da muss ich nämlich doch ein bisschen variieren. Dann war das bisher gar nicht so... War die Annahme bisher gar nicht so falsch, dass ich da variieren muss. Okay. Okay. Jetzt bin ich in Gedanken bei dem Sprung hinten. So. Ich hab's jetzt wieder nicht, aber dann weiß ich jetzt, wie in etwa ich das machen muss. Ich muss loslassen, wenn ich in der Luft bin. Okay, dann passt das eigentlich ganz gut. So, das passt auch und da jetzt ein bisschen so. Und jetzt hier so. Okay, und jetzt drücke ich einfach mal die... Okay, das darf ich aber auch nicht.
Wenn ich die gedrückt halte, knall ich oben in die Stachel rein. Ich muss es kurz ausprobieren. Dass ich vielleicht eine Lücke schieße und dann auf einem der Koopas landen kann. Ist es vielleicht sowas? Jetzt komme ich gar nicht mehr. Jetzt ist eh vorbei. Also ich bin noch nicht schlauer aus der Stelle geworden, blöderweise. Ich bin noch nicht schlauer aus der Stelle geworden. Nein, klar, die blauen Münzen hier heißen, ich soll die hochschießen. Also muss ich die Shell da hinschießen. Und dann wahrscheinlich den einen Cooper erwischen, dass ich gerade so durchkomme. Und dann. Ja. Na, irgendwie so. So. Ja. Okay. Und jetzt? Oh Gott, jetzt muss ich die rechtzeitig erwischen. Oh mein Gott, das kann ich. Das war der. Den darf ich nicht erwischen. Ah, oh, die haben so einen Troll eingebaut. Warum? Den darf ich nicht erwischen. Da ist eine kleine Lücke, da komme ich mit dem Drehsprung drüber. Deswegen waren die Münzen da auch anders. Eieiei. So waren die nämlich. Also an sich gute Indikatoren, mit denen hier das Spiel arbeitet. Nur leider bin ich zu doof dafür. So. Naja, wenn ich die wirklich genauso in der Reihe loslasse, funktioniert das tatsächlich ganz gut. Zack, 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 zack. So nämlich. Okay, was kommt jetzt noch? Okay, ich muss hier runter. Ich hab schon gedacht, es kommt noch so ein Bosskampf oder sowas. Puh. Okay. Damit sind wir aber schon durch, ne? Nicht, dass ich jetzt hier Credits. Das ist jetzt einfach nur. Ja. Wow, you beat the video game. Good job. Genau, da steht nochmal 6 Core, wie ist der Hack Creator. Seid ihr mir böse, wenn ich ein bisschen vorspule? Ach, ich lasse es. Lol Yoshi hat die Overworld designed. Graphics von Daisy und Valent Pizza. Wird Biob wieder bei ASM auftauchen, ist die Frage. Oder nicht bei ASM, bei wo taucht Biob immer gerne auf? Ich weiß es nicht. ASMR jedenfalls. Morsel ist da dabei. Tattletale. Kein Biob. Kein Biob. World Peace, Yoshi Coxius. Music. Music war gut. Music war gut. Musik. Ne, bei Tools taucht Biob auf. Richtig! Ha! Da ist er wieder. Was würden sie nur ohne dich machen, Biob? Überall bist du dabei. Jedem, so gut wie jedem Hack bist du hinten in den Tools drin. Ich vergesse immer wieder, was für ein Tool es ist. Ich vergesse es einfach immer. Inspiration, Jump, Jump. Hat er da vielleicht mitgemacht? Das meinte ich nämlich. Habe ich den da manchmal gelesen, den Six Corby? Oder war Six Corby einer der Juroren? Ich habe den Namen, irgendwann habe ich den schon öfter gelesen. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich, ich muss kurz zurückspulen. Sorry, ich habe den Teil hier nicht gelesen. Shoutouts. SMV Central for Resources, obviously, I mean literally, how else would I have made this hack, ja. ROM Hack Races. Achso, das sind die Shoutouts. For the base ROM, it saved me, I don't know, maybe 30 minutes of my life. Okay, thanks for playing. Okay.
Ding an, hier komme ich nicht. Hier komme ich raus. Ja, gut. Soll ich jetzt nochmal ohne es? Will an sich keiner sehen, oder? Wenn ich das jetzt. Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt spiele, gucken vielleicht noch zwei oder drei zu. Und ich spiele es für mein Ego. Aber. Keine Ahnung, wir haben es jetzt durch. Ich lasse es dabei. Es will keiner sehen. Ja, war ein schöner Hack. Ich muss sagen, am Anfang hat er erst ein bisschen trollig gewirkt mit dem Yoshi-Haus. Aber dann hat er schon ordentlich zugelegt und auch coole Ideen drin gehabt. Hier, das hier war natürlich ein schöner Troll. Immer noch großartig. Aber ansonsten war es ganz cool. Also es waren echt schöne Level. Will ich gerade welches ein besonders schönes Level. Das war schon cool mit dem Stein-Tempel. Das fand ich so cool. Das war auch überhaupt nicht mehr cool. Und dann sind wir schon am Schlusslevel. Ja gut, also so ein wirkliches Lieblingslevel habe ich jetzt nicht gefunden. Aber also keins, wo ich jetzt sage, ich würde sie gerne nochmal spielen. So meine ich das. Aber von der Idee her waren sie alle ziemlich cool. Ja. Von der Idee her waren sie alle ziemlich cool. Gut, dann belasse ich es dabei. Danke fürs Zuschauen. Und schauen wir mal, ob ich es jetzt hinkriege, bis morgen Ori aufgenommen zu haben. Ich habe einiges. Ich muss jetzt. Wir sind jetzt wieder am Ende der Osterferien. Das heißt, es geht jetzt mit digitalem Unterricht weiter. Ich muss tatsächlich noch einiges vorbereiten. Ich muss gucken, wie ich zum Aufnehmen komme. Also ich habe mir wieder einiges gelassen über die Osterferien, blöderweise. Jetzt muss ich ein bisschen mehr vorbereiten, als beliebt ist. Aber gut. Also ich kriege das hin. Nur aufnehmen kann halt vielleicht sein, dass ich da dann nicht den Nervenmoment dafür habe. Vielleicht zwei, drei Tage vergehen. Aber ich würde als nächstes auf jeden Fall gerne Ori aufnehmen. Ich habe es auch schon installiert. Ich habe es aber noch nicht gestartet. Ich hoffe, es funktioniert. Steam sagt nämlich, die Mindestanforderungen sind Windows 10. Ich habe 8.1. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, es lässt sich starten. Wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte ja mit der Switch aufnehmen. Das geht leider nicht, weil auf der Switch kommt es gar nicht raus. Das Will of the Wisps. Danke fürs Zuschauen. Wir werden sehen, was kommt. Vielleicht kommt auch nochmal ein kleiner SMB-Hack, so wie der hier. Das lässt sich halt schneller aufnehmen. Das ist ganz gut. Und tschüss.